30. Wetter ist super. Hier hängen so viele Tomaten dran. Tomatenpflanzen sehen auch noch alle gut aus und es wird so langsam rot. Endlich. Ja, wie gesagt, alles ein bisschen zeitverzögert, aber so langsam geht das hier auch ab. Das ist gut. Tipptopp. Sehr schön. Ja, Ernte machen wir. Da liegen schon Gurken. Ratatata, da liegen noch mehr Gurken. Und der Abdul, der ist jetzt gerade im Auberginenhaus und erntet Auberginen. Ja, wenn wir uns mal so langsam ranmachen heute hier, ne? Zack, Porree-Ernte. So, also hier sind die ersten Kisten schon voll. Wir machen 150 Stück, das heißt der ganze Anteil bekommt 2. Der halbe Anteil 1 Porree-Stange. Da sind noch jede Menge drauf. Das ist gut, also das heißt, ich denke mal, das reicht noch so für 1-2 Wochen. Gibt also noch Porree. Und was passiert ist, was man mal zeigen kann, den Porree, den wir letzte Woche stehen lassen haben, der treibt wieder richtig schön. Und da kann man noch eine zweite Ernte einfahren, wie man hier so sieht. Das heißt, der kommt schon wieder richtig schön durch. Alles gut. Den werden wir dann ein paar Wochen sehr wahrscheinlich noch mal runterholen können. Passt also. So, man kann eben auch hier mal rüberschwenken zu den Zwiebeln. Die sehen nämlich auch schon ganz gut aus. So langsam lässt das Laub auch so ein bisschen den Kopf hängen hier. Ist eine ganz gute Ernte eigentlich, glaube ich. Da kommt einiges zusammen. Es sind echt viele. Wird noch ein bisschen dauern. Ich würde es wirklich so lange, bis der Laub komplett zusammengefallen ist. Und dann holen wir mal alle raus. Und bis sich hier auch so eine richtig schöne Schale gebildet hat, das ist jetzt noch nicht der Fall, warten wir noch ein bisschen. Ist aber nicht mehr so lang. Ja, stehe ich da und bin gerade im Porree machen, sehe aber hier, dass hier natürlich auch Möhren drin sind. Ganz viele, ganz schöne. Ach hier, ach süß. Aber die sind ein bisschen beinig, ja, mein Gott. So ist das halt, ne? Ja, auf jeden Fall schöne Möhren. Und vorne sind schon ganz viele, weil nämlich der Abdul und Carsten gestern schon geerntet haben. Ach, wunderbar. Und da gehen wir später mal gucken. Die sehen auf jeden Fall ganz gut aus. Und 3 Reihen sind abgeräumt, 3 Reihen sind noch für nächste Woche. Das heißt, das ist alles gut, wir sind auch super hingekommen. Also eine Ernte, 2 Ernten. Und dann haben wir vorne, ganz hinten, ja auch noch ein paar Dämme gebaut. Da sind die jetzt auch schon richtig lustig am Wachsen. Das heißt, Möhren laufen jetzt auch richtig wunderbar. Ja, Staudensellerie, der hier, Stangensellerie, der kann demnächst auch mal raus. Ja, und hier dieses Grünkohlfeld, fantastisch. Ja, super, läuft alles. Da hinten schon eine Fläche vorbereitet, hier die Fläche ist auch schon vorbereitet auf der anderen Seite. Und unsere Aussaat, die wir gemacht haben, die kannte jetzt auch. Das heißt, in der nächsten Woche werden wir wohl mal wieder richtig ordentlich pflanzen und alles mal richtig ordentlich neu bestücken. Super, läuft bis hierhin, hervorragend. Alles ein bisschen zeitverzögert. Ja, und Wildkraut, damit gehe ich euch jetzt nicht auf den Sack, dass diesmal eine Woche ohne Wildkraut. Ist alles gut. So, vielleicht haben wir das jetzt endlich mal geschafft. Tipptopp. Also, mal nicht durch, sondern mal die schönen Sachen machen. Zum Beispiel Porree-Ernte. Porree-Ernte ist fertig. Ja, und jetzt laufe ich hier vorbei und sehe die Spitzpaprika. Ja, und jetzt legen die langsam so richtig los. Jetzt machen die Meter. Werden ja so Meter-Tannen eigentlich. Und hier vorne kann man schon so ein bisschen erahnen, wo die Reise hingeht. Ja, das werden so Meterteile so. Sehr, sehr ergiebig sind die. Haben wir gelernt von letztem Jahr. Und dieses Jahr gehen sie auch ab. Und da bekommen wir Besuch. Hallo! Ratatata! Alte Bekannte wieder getroffen. Hier sind die Wespenspinnen wieder. So, einmal von der Seite. So, sieht es aber so aus, dass wir hier 2 haben. So, die haben sich ein bisschen vermehrt. Oder wie auch immer. Hat sich rumgesprochen, dass hier ganz schön ist. Da ist eine. Und da ist eine. Da müssen wir jetzt so drumherum gehen. Die möchte ich echt ungern stören. Weil es ist genau dieses Zeitfenster, jetzt einen Monat und die machen Vermehrung. Also gehen wir da irgendwie drum rum. Ich mache das nochmal von der anderen Seite, da sieht es nämlich noch besser aus. Feine Spinne ist das. Wirklich richtig gut. Überwintern die im Boden oder? Ich habe mir das natürlich irgendwann mal auf Wikipedia durchgelesen. Sollte jeder mal machen, das ist eine Wespenspinne. Und dann wissen wir auch, wo die herkommen. Wie gesagt, die sind nur ein kurzes Zeitfenster und dann wird das Männchen wieder gefressen und so. Ja, wo kommen die her? Gute Frage. Einmal googeln bitte. So, ich möchte nur mal zeigen, das hier ein Vorteil von der Solawi, von so einer schonenden Landwirtschaft. Hier ist alles abgeraspelt und weil wir so nett sind, haben wir hier die Pfefferminze stehen lassen, damit die beiden Großen hier auch noch größer werden können und sich dann auch irgendwann demnächst vermehren können. Ja, hier ist wieder abgeraspelt und da vorne wohnt ja noch eine. 3 Stück haben wir. Die ist noch ein bisschen kleiner. So.
Aber damit die hier richtig schön das machen können, was sie so machen, geben wir denen auch die Möglichkeit. Ob die Pfefferminze jetzt stehen bleibt oder nicht, ich denke, da sind alle d'accord mit. Ja, dann machen wir weiter mit euren Spinnenklamotten. Boah, hier die ganze Fläche sieht super aus. Alles schon gemacht. Hier stand auch mal der Fenchel. Alles sauber gemacht. Da ist überall Kohl, 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 Rotkohl und so weiter und so fort. Und hier ist das Zucchini-Beet. Und das ist wirklich also richtig monströs jetzt. Jetzt kann man das mal so sehen in seiner ganzen Pracht. Ja, und den geht's dieses Jahr richtig gut. Wunderbar. Ja, die explodieren gerade. Das ist super. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Läuft alles hier. Gut. So, da kommst du hier vorne an und hast Gemüse. Und dann, guck dich sowas an, mein Gott. Svinella ist Mama geworden. Na, kommt raus. Na, 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 na. Also 10 mindestens. Mann, Ferkel sind aber auch einfach... Süß. Oh, da hinten dieses Schwarze, das ist ja witzig. Ja, guck mal raus. Ja, guck mal gleich nochmal. Wir lassen die jetzt erstmal ein bisschen. Gleich füttern wir die mal an. So, hier, Carsten und Apfel waren fleißig am Ernten. Hier Möhren gestern oder was, hä? Huh? Ja, ja, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ein richtiger Möhren-Tower. Und gut sehen sie aus. Also, ich vermute, dass der Apfel die sogar noch geduscht hat. Hat er. Nein, die sehen super aus. Ach, das. Möhren sind ja auch immer so eine Sache, ne? So, Möhren können gar nicht funktionieren und Möhren können so aussehen. Super geil, schön. Sehr, sehr schön. Ein paar Beinige dabei, aber das macht ja nichts, das ist ja Wurst. Cool. Wunderbar.